Ein Mann kommt? Ja. Was bringt er denn? Der bringt ein Rewe. Ein Rewe? Musst du Pipi? Danke, danke Habibi. Dann stell das mal dahin. So, jetzt habe ich alles geschminkt. Alles geschafft. Oh, hallo meine Lieben. Ja, willkommen zu meinem Food Haul. Wir haben einen Einkauf von 167 Euro. Eigentlich waren es 200, aber dadurch, dass wir auch Pfandflaschen hatten, also 5 Kästen oder 4 Kästen irgendwie Mineralwasser und noch ein paar Flaschen, die rumgeflogen sind, sind es jetzt 167 Euro. Das ist unser kompletter Monatsvorrat. Teilweise sogar noch mehr, weil ich auch viel Tiefkühl einkaufe. So, und das sind jetzt unsere 8 Tüten, Umwelttüten, die ich dann auch immer direkt umfunktioniere in Mülltüten. Und wir haben 5 Kästen Rheinfelsquelle, die hat aber mein Mann schon bereits runtergebracht in den Keller. Und der Noah hat mir gerade fleißig geholfen. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Einkauf und was wir alles so in den Tüten haben. Also kommt mit, viel Spaß. Hier ist richtig Kasada los. Gerade hat Rewe geklingelt. Wir haben 3 Pakete Cevas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, richtig, Habibi. Genau. Ah, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Nein. Das sind 8 Tüten nur. 18, 19, 20, 18. Ja. Süßigkeiten für den Kleinen, der kriegt ja immer gerne mal Brezeln zwischendurch, wenn wir auch unterwegs sind. Hier. Das ist der Noah. Das hier haben wir noch nicht gekriegt. Das hast du heute noch nicht gekriegt. Nee, ist richtig. So, etwas, was eine Mama sowieso immer haben muss, sind Kliniktücher. Die habe ich irgendwie in der ganzen Bude verteilt. Das hier. Davon habe ich insgesamt, ihr Lieben, 4 Pakete Kliniktücher. Davon Foto, genau. Dann haben wir noch einmal Rosinenbrötchen. Denn der Noah kriegt jeden Tag ein Rosinenbrötchen mit in die Kita. Richtig, Nunu? Ja, und mit Junio teilen. Ja, mit Junio teilen. Junio ist ein Freund. Richtig. Mit ihm teilen. So, 4-mal Kleenex-Tücher. Das kommt in deinen Schrank. Dann haben wir einmal Zwieback für Noah. Er liebt Zwieback. Und dann Cornflakes. Cornflakes, richtig. Ja, die Cornflakes kommen da. Hier oben hin. Das ist genau Zitronendirektsaft. Das ist Zitrone pur, 100% Direktsaft. Wenn man nicht immer direkt frische Zitrone zur Hand hat, da ist das ganz praktisch. So, dann als nächstes haben wir einmal Mazola-Keimöl. Und dann Salz. Was ist das? Reis. Reis, richtig. Boah, ich hab viel. Boah. So. So, Mazola-Keimöl kommt erstmal in den Schrank. Eine habe ich sowieso immer, bevor die andere leer ist, habe ich eine neue gekauft. Dankeschön. Jetzt habe ich 1, 2, 3. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 13? Okay, alles klar. Das sind, glaube ich, nur 8. Das sind nur 2. Das ist der normale Reis, das ist der Wildreis hier. Das ist der Wildreis nur, das ist der normale Reis. Ja, das ist normal. Und wir haben als nächstes haben wir einmal natives Olivenöl. Ja. Die Kichererbsen mal ganz kurz. Dann hier hin. Da muss man ein bisschen puzzeln hier in dem Schrank. So, 8-mal passierte Tomaten. Und jetzt räumen wir die ein, okay? Ja. Alles das gut. Hier? Warte. Wo kommen die hin? Die kommen. Warte, wir machen mal Platz. Das sind. Das kennst du nicht, ne? Ein Zug. Ein Zug, genau. Genau. Das sind Peons. Wo kommen die hin? Leg das mal hier rein. Ja. Super. So, und jetzt erstmal die Tomatenpackungen. Die testierten Tomaten. So, guck mal hier. Dahin. Da. Genau, und schön sortieren, Habibi. Super. Und nächste. Toll machst du das. Mama, was sind das? Das ist. Halt das mal tiefer? Tiefer, tiefer.
Weißt du, was das ist? Ja. Das ist Basilikum. Ja. Ich habe es. So. Ich habe nicht so viele Gewürze. Ich habe nur ausgewählte Gewürze. Und das reicht auch. Ne? Also. Mama, was brauche ich noch? Und die Seite ist hier nur zum Backen da. Ist das Käse, Mama? Ja, das ist Frischkäse. Dreh das mal um. Das ist Frischkäse von Ja. Genau. Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Okay, wo kommt das hin? Das kommt oben. Ja, und wir haben noch zweimal zwei Pakete Hähnchenbrustbillis. Wo kommen die hin? Als nächstes habe ich zweimal Hähnchenschenkel von Ja. So, weiter geht's mit der nächsten Tüte Nummer 3. Wir haben zweimal Salat, die großen Smoothies, 750 Gramm, dreimal und dazu noch Petersilie und Kerrgartenbutter. Als nächstes haben wir wieder Butterrosinen, die habe ich mal im Vorrat, eins davon friere ich immer ein und als nächstes haben wir noch eine Gurke, eine Biogurke. Ja. Okay. Die packe ich schon mal ein, Habibi. Was haben wir da? Tomaten. Sehr gut. Danke. Die bleiben aber draußen, sonst verlieren die das Aroma. Die Tomaten bleiben immer draußen bei uns. Ja. Eine ganze Umwelttüte voller Obst und Gemüse, nämlich Bananen, Äpfel, Fenchel, Knoblauch. Und das war's. Als nächstes habe ich dreimal Creme Fine zum Kochen. Creme Fine mit 7%. Dreimal, also insgesamt also viermal. Eins habe ich ja schon in den Kühlschrank gepackt. Ich habe zwei. Zweimal Creme Fraiche, genau. Wenn wir mal eine Quiche backen. Bananen. Bananen, die kommen hier rein. Apfel. Und nochmal Apfel. So, ansonsten habe ich hier noch einmal Persil. Dann haben wir hier noch einmal Butter und die Gutfriedwurst. Die kannst du auch kommen die hin? In den Kühlschrank. Und die Butter auch, Nunu. Und in der letzten Packung habe ich das Tiefkühlgemüse und Obst. Das hätte ich mal als erstes auspacken sollen, fällt mir gerade mal auf. Und zwar habe ich hier einmal ungesüßt, tiefgefroren, eine Beerenmischung. Dann haben wir hier 1, 2, 3 mal Brokkoli, also 3 mal Brokkoli und einmal Heidelbeeren. So ihr Lieben, was nicht dabei war, war Rinderhackfleisch in Bioqualität. Das konnte ich nicht nachbestellen, weil da stand irgendwie nicht lieferbar. Lauchzwiebeln waren nicht lieferbar, die habe ich auch heute nochmal gekauft und Eier habe ich heute auch nochmal selber gekauft, aber das sind immer so kleine Handeinkäufe, wie gesagt, habe ich schon mal erwähnt und was ich sowieso jede Woche nachkaufe, sind Bananen, Avocados, Salat und frische Kräuter, aber das sind immer so kleine Easy-Einkäufe, die mache ich immer nach der Kita, wenn ich einen kleinen abgegeben habe, dann gehe ich mal ganz kurz in den Rewe und dann hole ich das Zeug und dann ist die Sache gut. Ne, aber so der ganze grobe Einkauf, das Rumgeschleppe und das ganze Rumgerenne, das erspare ich mir. Ich habe heute bezahlt 90 Cent für die Lieferung und das ist es allemal wert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr auch gerade seid. Und wenn ihr mehr solcher Foodhauls sehen möchtet, dann aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Tschüss! Abonnieren! Abonnieren! Abonnieren!